Moinsen, Videospielcode hier. Der Glock Cup. Der letzte Cup. Und dann hab ich's durch. Oh. Ich freue mich. Endlich, nach all den Jahren. Nein, seit wann ist Mario Kart 8 draußen? 2 Jahre, oder? 2 oder 3 schon. Habe ich echt lange gebraucht, um alles durchzuspielen. Und was dauert ja auch so lange? Oh. Haben wir diese ganzen Turniere. Aber gut, bald ist es geschafft. Nimm das Ding weg, Toadette. Danke. Ich muss da mal. Ganz schön rutschig hier draußen. Läuft. Also wenn sie sich jetzt noch den blauen Panzer schenken, dann wäre das was. Und ich habe es genau geschafft, bis Part 30 alle Turniere zu schaffen. Das wäre schon episch. Ich glaube, das war dumm. Ne, doch nicht. Kein Risiko eingehen. Einfach sicher gewinnen. Dann hat sich das. Perfekt. Sauber. Nein! Wieso werfe ich die denn weg? Bin ich dumm? Ich glaube, jetzt gehen die Nerven durch. Letztes Turnier. Jetzt bin ich nervös. Ich finde, auf dieser Strecke ist das immer richtig krass mit dem Abstand, den man sich erarbeiten kann zu den Computergegnern, wenn man ordentlich driftet. Weil die das anscheinend nicht annähernd so gut machen. Man kann die hier schon echt krass abhängen. Daisy hält ja gar nicht mal so schlecht mit, aber tut mir leid, Daisy. Der Papa muss gewinnen.
Spiel setzen Sie. Mario Metro. Wisst ihr, wovon ich schon als Kind geträumt habe? Also jetzt nicht als Traum, sondern so als Hoffnungsschimmer, Vision, was auch immer. Als Wunsch, so. Als Wunsch hatte ich immer, dass es irgendwann mal ein Spiel gibt, wo man mit Mario so frei durchs Pilzkönigreich gehen kann, durch die Städte, die es so gibt, die so erfunden worden in der Zeit. So quasi ein GTA mit Mario. Ich meine, wäre das nicht der Hammer irgendwie? Weil es gibt so viele Orte mittlerweile, gerade auch in diesen ganzen Mario Kart Teilen, die halt irgendwelche Stadtsachen zeigen, wie hier die Metro, dann gibt es ja noch einen Flughafen. Stell dir mal vor, das in irgendeiner richtigen Stadt dann angesiedelt, die man dann frei begehen kann oder auch befahren. Als man Mario dann irgendwelche Toads aus Autos rauszieht und das Auto klaut. Wäre das nicht mal richtig, richtig cool? Natürlich mit so richtig übertriebener Grafik. NX-Niveau. Das würde ich immer richtig feiern. Das wäre mal so fett. Dann würde man auch mal sehen, wo diese ganzen Orte sind, wo man immer Rennen fährt oder in den ganzen 3D-Mario-Teilen rumhüpft. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Sunshine, da gab es ja diesen Wasservergnügungspark. Na gut, die Galaxy-Welten ist jetzt so ein bisschen schwer, das, ne, auf einem Planeten nachzubilden, weil das ist ja immer im Universum und so. Aber jetzt von diesen ganzen anderen Mario 3D-Teilen, vor allem Sunshine, gab es echt viele geile Orte. Ich weiß nicht, das wäre mal so richtig geil, wenn man alles in einer riesigen Welt verknüpft, die so GTA-mäßig ist. Man kann mit Mario rumlaufen, rumfahren. Das wäre mal so richtig, richtig fett. Gerne dann noch mit dem Koop, dass man da mit dem Kumpel dann noch ein bisschen rumchillt in der offenen Welt. Dass man so ein paar, so eine richtige Story verfolgt irgendwie. Nicht Peach wurde von Bowser entführt, sondern, keine Ahnung, Bowser führt irgendwas im Schilde und man muss dann irgendwie so Ermittlungen führen, keine Ahnung. So eine GTA-Geschichte halt, in diesem Mario-Universum. Wie fett wäre das denn bitte? Und dann kann man ja quasi als Minispiel, um die Story ein bisschen aufzulockern, dann vielleicht mal so eine Kartpassage drin haben. Ey, das wäre mal richtig geil. Aber gut, jetzt muss ich mich erstmal wieder konzentrieren. Das ist das allerletzte Offline-Rennen, wenn alles gut läuft. Und dafür werde ich sorgen, dass es gut läuft. Na, geht eleganter durch die Kurve, aber passt schon. Der Sieg ist mein. Ja, schon wieder diese Durchsage. Ich habe vergessen, vom letzten Partner zu googeln, wann die kommt. Oder warum die da ist. Ich schätze mal wirklich, wenn man eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat. So als kleines Easter Egg in Anlehnung an die Captain Falcon Spiele. Beziehungsweise F-Zero Spiele. Scheiße, sind die alle dicht hinter mir. Und ich habe keine Abwehr. Wehe, Leute. Ich bringe euch alle um. Ich habe das Spiel durch. Alle Turniere, endlich. Nach all den Jahren. Ah, erstmal zurücklehnen.
den Moment genießen. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Ist doch nicht schön. So wunderschön. So, leider kriegt man überhaupt kein Kartteil dafür, wenn man das schafft, aber ist egal. So, hier, Gold, 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 alles Gold! Jetzt fehlt mir halt wirklich nur noch dieses eine Kartteil. Goldene Gleiter. Aber dafür brauche ich noch 4000 Münzen. Kann sich ja nur noch um unzählige Stunden handeln, bis ich das hab. Oh Mann. Gut, Leute. In den nächsten Parts wird dann ein bisschen online gespielt. Bis dann.